Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Technomage. So, wir sind gerade Level abgekommen und wir tun einen Punkt auf Stärke und den anderen auf Konstitution, weil wir noch gar keine magischen Sprüche zur Verfügung haben. Ja, das wäre völlig sinnlos, wenn ich das jetzt so machen würde. Oh, Critical von 6 gerade gezogen. Schön. Ein Heiltrank und ja, das war's. Der Keller ist sauber. Gut. Dann... gut. Das war noch nicht mal so eine richtige Quest, aber trotzdem kriege ich Erfahrungspunkte dafür. Saubere Arbeit, Mel. Jetzt kann ich endlich ungestört schlafen und das ganz ohne Schlafmittel. Hier, nimm du es. Ich brauche es jetzt sowieso nicht mehr. Yeah, nieder mit den Drogen. Gut. Jetzt haben wir einen Schlaftrunk bekommen. Wieder so ein seltsamer Zufall, denn genau den brauchen wir für den Ausgang der Stadt hier. Gut, wie eine Ratte. Jetzt krieg ich schon sehr viel weniger Prozente für eine Ratte. Was soll's. Gut, wo ist denn jetzt wieder Mom? Da steht sie ja. Einfach so, da im Regen. Wir sprechen sie einfach mal an. Ach, Mel, ist das nicht schrecklich? Jeder scheint dich für die Vorgänge in Steamertown verantwortlich zu machen. Alle Dreamer haben Angst, dass das Unglück auch uns treffen könnte. Dreamertown kann dir nicht länger eine Heimat sein. Ich nehme fast an, dass im Moment Steamertown ein sichererer Ort für dich wäre. Geh und versuche, deinen Vater Godon dort zu finden. Er ist ein couragierter Mann und wird sein Bestes tun, um dich zu beschützen. Ach, das tut mir alles so leid für dich. Aber lass uns jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen zusehen, dass wir dich unbemerkt an der Wache an dem kleinen Tor im Norden von Steamertown vorbeibringen. Am einfachsten wäre... Du hast einen Schlaftrunk? Genial! Gib ihn mir und warte kurz hier. Ich kümmere mich um die Wache und mach dir den Weg durch die kleine Hintertür in der Stadtmauer frei. Aber zuvor sehen wir uns eine kleine Love-Scene an. Oh, du meine größte Liebe. Wann auch immer wir uns treffen, segelt mein Herz auf dem Bogen des Gefühls wie ein Stück Papier im weiten Ozean. Niemals zuvor habe ich eine Frau gesehen, die so wunderschön ist wie du. Oh, mein geliebter Verehrer. Du sagst immer so wundervoll aufregende Dinge zu mir. Ich bin zu... Es tut mir leid, Firna, aber derzeit darf niemand die Stadt verlassen. Was machst du eigentlich um diese Zeit hier? Ich konnte nicht schlafen und da dachte ich mir, ich statte den Stadtwachen nach einem kleinen Besuch. Ich habe mich auch gefragt, ob du nicht etwas trinken magst. Ich danke dir, Firna. Das ist wirklich sehr nett von dir. Ach, meine Liebe. Ach du. Die Wache am kleinen Tor schläft. Hier, nimm noch diesen magischen Dreamer-Kubus als Andenken an mich mit. Beeil dich jetzt und gib mir bloß gut auf dich acht. In Gedanken werde ich immer bei dir sein, mein geliebter Sohn. Tatsächlich. Ja, gut. Das wäre erledigt. Immer noch 3%, okay. So, dann gehen wir jetzt mal schön zum Hintertürchen und ja, verlassen die Stadt, die uns hasst. Ja, in dem Sinne. Gut, okay. Moment.
Das ist also Steamertown, die Heimatstadt meines Vaters. Sieht zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig aus, scheint aber nicht halb so schlimm zu sein, wie es die Dreamer immer beschrieben haben. Als erstes muss ich jetzt aber meinen Vater finden. Ich bin ganz schön aufgeregt, ihn endlich richtig kennenzulernen. Ja, und damit ein herzliches Willkommen in Steamertown. Ja, wie soll ich das... Wie soll ich die Stadt beschreiben? Das ist eine Dreckstadt. Ja. Ja, natürlich nichts aufgedeckt und ja... Wir sprechen zuerst mit den Stadtwachen. Wer bist du? Du siehst nicht wie ein richtiger Steamer aus. Du bist uns aber trotz allem willkommen, denn wir brauchen zurzeit jede Hilfe, die wir bekommen können. Falls du dir aber erst einmal eine Unterkunft suchen möchtest, dann versuch's im dampfenden Ross. Bieg einfach an der nächsten Weggabelung rechts ab. Vor kurzem hat ein Erdbeben unsere Stadt erschüttert und danach wurden wir von Monstern angegriffen. Es ist wirklich gefährlich hier und wir brauchen Hilfe. Vor allem unser Schmied hat im Moment sehr viel um die Ohren. Ich bin überzeugt, dass er für jede Hilfe dankbar wäre. Er wohnt gleich dort drüben, links. Gut. Der Schmied, haben wir gerade schon gesehen, ja? Aha. Finde das Haus, das Haus deines Vaters. Gut. Ein Huhn! Hast du auf dem Weg hierher Schachhändler getroffen? Wegen der großen Schäden in der Stadt bräuchten wir jetzt vieles sehr dringend. Für alltägliche Einkäufe ist der Laden von Lars und zum örtlichen Händler eine gute Adresse. Er ist gegenüber vom dampfenden Ross. Ja, dem werden wir auch noch einen Besuch abstatten, aber später. Geh weg, du fette Schachtel. Gut, hier ist der Schmied. Hallo. Du bist einem guten Freund von mir schier wie aus dem Gesicht geschnitten. Bist du Melvin, Godons Sohn? Weißt du, wenn er nicht gerade über Geschichte philosophiert, bist du sein Lieblingsthema. Das Haus deines Vaters findest du in der Nähe des alten Ölförderturmes. Folge einfach der Dorfstraße in Richtung Steamer Park. Gut, machen wir. So, aber zuerst sehen wir uns ein bisschen in seinem Häuschen um, denn der hat sicher ein paar Sachen, die wir gebrauchen können. Goldmünzen. Jo, Goldmünzen. Das war's. Ein bisschen Gold. Ja, ein bisschen Gold schadet ja nicht. Gut, Krankenhaus? Gehen wir später rein. Ja, das Krankenhaus müssen wir sowieso noch später von da an. Ja. Oh, bitte, bitte versprich mir, dass du ins Bergwerk gehen wirst, um nach meinem geliebten Ehemann Rumtok zu suchen. Er ist Bergarbeiter und vor 2 Tagen nach seiner Schicht nicht wieder zurückgekehrt. Wahrscheinlich ist er nur verletzt, aber bisher hat keiner hier den Mut aufgebracht, in die Mine zu gehen und ihn zu suchen. Aber du bist doch aus ganz anderem Holz, oder? Ja, dafür, dass ich so ein Mischlingskind bin, schon, irgendwie. Was ist hier drin? Ah, Oraki. Na, hallo, man nennt mich Oraki. Und wer bist du, halbe Portion? Wie ein Steamer siehst du nicht gerade aus. Eigentlich bin ich gerade dabei, meine Medizin, mein Rizinusöl zu suchen. Gefunden. Es ist sehr nützlich und vielseitig verwendbar. Ich würde dir sogar ein Fläschchen abgeben, wenn du mir zunächst einen Gefallen tust. Meine süße kleine Katze ist weggelaufen. Kannst du sie mir... Verrückt, ein seltsamer alter Mann. Ein Korken. Ich frage mich, wozu ich den gebrauchen könnte. Um jemanden damit den Mund zu stopfen, was denn sonst? Naja, auf jeden Fall, der Mann hat eine Katze und, ja, wie es aussieht, trinkt er Rizinusöl. Ja, soll ja sehr gesund sein, so ein bisschen Öl, ne? Ein bisschen Kreide. Könnt ihr auch mal zeigen, wie die Kreide markiert. Da. Ein Wegweiser. Toll. Und dafür so einen ganzen Kreidestift verpulvert, für so einen kleinen Pfeil. Das ist interessant. Naja. Haben wir jetzt alles genommen? Will ich auch mal hoffen. Gut. Geht's denn jetzt eigentlich lang? Naja, wir sprechen jetzt mal gleich mit diesem nett aussehenden Herrn. Aber das leider erst in der nächsten Folge, denn die Zeit ist mal wieder rum. Ja, ich weiß, das geht schnell. Naja, dann bis dann, Leute.
Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Tschüss.